Geil, ein Biber, habt ihr den gesehen? Helft mir! Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Assassin's Creed 3. In der letzten Folge haben wir dafür gesorgt, dass wir nicht mehr gesucht werden. Wir haben die Steckbriefe umdrucken lassen und heute dürfen wir mit dem Hafenmeister sprechen, um aus diesem ganzen Schlamassel rauszukommen. Wir gucken mal, was der so zu reden hat. Okay, wo... Ja. Wo muss ich denn hin? Warte mal. Was ist das? Der da drüben. Ich renne mal in diese Richtung. Wird mir ein Ausrufezeichen auf der Karte angezeigt. Hey, suchst du etwas Streit, mein Freund? Wir können uns ja wieder jetzt frei bewegen, oder? Die Jungs machen uns ja nichts. Also, wir springen sie an. Halt. Da will ich nicht unbedingt hoch. Halt, geh mal runter. So. Und dann gucken wir mal. Jetzt ist unten auf der Karte auch wieder ein Ausrufezeichen. Naja, wir schauen mal. Wir sprinten mal durch die Stadt, warum denn auch nicht? Ich kann auch mal. Kann ich hier die Karte aktivieren oder geht das mit Tab? Das geht mit Tab. Das ist ja ganz hier hinten. Hafenmeister. Wir können auch mal eine Schnellreise machen. Komm, probieren wir mal. Kennen wir ja aus Far Cry, oder? Hier ein bisschen schneller hin und her kommen. So, Hafenmeister. Bringt er uns denn da drüben hin? Wir probieren das jetzt einfach mal. Sprechen nochmal mit ihm. Ah, okay, so. Grenzland. Ja, ich würde sagen, wir reisen mal dorthin. Ja. Warum wir da jetzt unbedingt mit dem Hafenmeister sprechen mussten, kann ich mir auch nicht so ganz erklären. Ich meine, wir hätten auch so über unser Tab-Menü das regeln können. Siedlung. Okay, wir können hier überall. Wir machen jetzt hier mal eine Schnellreise hin. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Es liegt ein bisschen Zeit dazwischen. Ja, jetzt reisen wir mal dahin. Ja, 3 Minuten und wir reisen hier nur ums Land herum, denn nicht? So, jetzt sieht's auf jeden Fall so aus, als könnten wir dort unten etwas finden. So. Dann rushen wir mal hier runter. Und gucken mal, was dann weiter auf uns wartet. Natürlich ist blöd hier mit dem ganzen Schnee. Stapft immer so durch. Ja, es geht, er ist nicht so tief, der Schnee. Hat man nochmal Glück, ansonsten stapft er immer so cool da durch. Wir könnten ja, hätten ja auch theoretisch hier den Weg folgen können, aber da kennt ihr mich zu gut bis jetzt. Das ist nicht immer so mein Fall, ne? Gibt's hier vielleicht nochmal ein Pferd, was man stibitzen können? Ich glaube, ich kann mir hier oben laufen. Oh ja. Das kann er gut. Klettern kann er wirklich gut. Jetzt stapft er wieder so durch den Schnee. Aber wir kürzen trotzdem mal über den Berg her ab. Sollte es wirklich eine Abkürzung sein? Okay. Er ist natürlich hier, wenn du rechte Maustaste gedrückt hältst, immer in Sprungposition. Und ansonsten läuft er auch nicht so schnell. So, wir können wieder zu unserem alten Kumpel zurück. Da ist noch ein Hund. Macht er auch Spuren? Der macht auch Spuren. Das ist schon richtig cool, ne? Wie er hier so durchstapft, sich den Weg erkämpft, quasi.
Und jetzt treten wir mal ein. Willkommen zurück! Du liest mich in Boston. Deine Übungen hier sind alle schön und gut. Aber Erfahrung ist der viel bessere Lehrmeister. Was ist mit Vater? Ist uns entwischt, fürchte ich. Wir müssen ihn finden. Das werden wir, nachdem das Haus repariert wurde. Aber er ist frei und plant wer weiß was. Und was tust du, wenn du ihn findest? Falls du ihn findest. Du bist ein Knabe mit ein paar Monaten Training. Er ist ein erwachsener Mann mit vielen Jahrzehnten der Erfahrung. Wenn du im Kampf gegen die Templer bestehen willst, wirst du das hier brauchen. Mach schon, bevor ich meine Meinung ändere. Ja, da hat er natürlich recht. Wir dürfen uns nicht einfach so in den Kampf stürzen, auch wenn wir das gerne machen würden. Denn es ist wie ins offene Messer zu laufen. Bringt uns überhaupt nichts. Ist das hier ein Hinterhalt oder so? Oh komm, bitte, Hilfe! Er wird sterben! Wer? Wer wird denn sterben? Zeig's mir doch mal. Rettung aus dem Fluss stand da dran. Bitte komm! Gottfried. In Gottfried soll man folgen. Machen wir doch mal. Mit seiner coolen Zipfelmütze. Und wir haben die Klingen bekommen. Die versteckten. Sehr cool. Das brauchen wir natürlich. Jetzt müssen wir uns noch irgendwie die Kutte erarbeiten. So, mal gucken hier. Da unten! Er ist gerade unter der Brücke durch! Kann er nicht schwimmen, oder was? Okay, wir dürfen das Wasser nicht berühren. Optional. Zu Hilfe! Hilfe! Ja, kein Stress, kein Stress. Bin schon unterwegs. Zu Hilfe! Hilfe! Helf mir! Zu Hilfe! Hilfe! Ach geil, ein Biber, habt ihr den gesehen? Helft mir! Hier nochmal einer. Ist ja echt cool. Helft mir! Ja, ja, kein Stress. Lass mir hier vorrennen, ey. Zu Hilfe! Hilfe! Zu Hilfe! Hilfe! Ja, ich habe keine Ahnung, was jetzt unten dran stand. Au. Okay, wir haben es geschafft. Was dieser Holzkopf dir sagen will, ist, dass er dir ewig dankbar sein wird. Wen nennst du einen Holzkopf? Dich, weil du einer bist. Was wolltest du auf den Baum stemmen? Eins der Risiken von Holzfällern. Wir lagern im Wald, gar nicht weit von hier, und schlagen Holz. Wir wollten in der Gegend eine Mühle errichten. Es gibt eine gute Stelle nicht weit von dem Haus auf dem Hügel, wo ich wohne. Ich mag dich jetzt schon. Wir sehen es uns an. Na, ja, vielleicht helfen die zwei ja, das Haus zu renovieren. Ne? Geht's ein bisschen schneller. Und wir können schneller weiterreisen. Mission beendet, jawohl. Wunderbar. Die Ruhe wird mir fehlen, aber das Holz können wir gut gebrauchen. Ja, als hätte ich es gewusst. Das Haus benötigt viel Arbeit. Das und andere Dinge. Triff mich bei der kleinen Hütte an der Küste, wenn du Zeit hast. Da gibt es etwas, was du sehen musst. Und was? Was Nützliches.
Ja, das werden wir uns doch gleich ansehen. Würde ich mal sagen. Okay, was ist hier los? Ah, nach Missionen mit diesem Symbol Ausschau halten. Okay, alles klar. Dann würde ich mal sagen, wir versuchen das gleich mal. Neue Einwohner zu erlangen. Können wir hier mit denen? Okay, die werden auf der Karte angezeigt. Warum nicht? So, jetzt probieren wir es mal aus, würde ich sagen. Wir können auch hier Markierung setzen. So. Okay. 180 Meter in diese Richtung. Und dann gucken wir mal. Es sieht so aus, als wäre der gerade überfallen worden oder irgendwie sowas. Und wir dürften uns ein bisschen durch die Gegend schnetzeln. Wir nehmen natürlich die Klingen zur Hand. Was haben wir noch? Klingen, Beil, Pfeil und Bogen und die Faust. Können wir hier von unten hoch klettern? Vielleicht ja irgendwie hier. Kommen wir auf jeden Fall mal da hoch. Ich weiß nicht, ob wir uns da drüben irgendwo festkrallen können. Doch, funktioniert wunderbar. Was um alles in der Welt geht denn hier vor? Blämmer, komm mal. Oh yeah. Zack. Weg mit dir. Oh. Ja, jetzt gehen wir halt mal hoch. Ich glaube, der eine ist sogar runtergefallen. Ich soll es nicht stören. Oh. So, wie kann ich jetzt... Ah, okay. Ja, sind sie einfach alle runtergefallen. Liegen sie da unten jetzt? Schade, leider nicht. So, haben wir den jetzt? Hab Dank! Hab Dank! Bist du wohlauf? Ich glaube, es ist nicht viel passiert, nur ein gehöriger Schreck. Bastarde! Was wollten sie von dir? Mein Geld! Doch das war nicht viel und dann wollten sie mich dafür bestrafen. Eigentlich dumm. Allein schon mein Werkzeug ist sehr viel wert für den richtigen Mann. Wie auch immer. Ich mache mich jetzt auf den Weg. Ist noch weit bis zum nächsten Gasthaus. Ich danke dir vielmals für deine Hilfe. Hast du kein Zuhause? Ach na ja, ich war ein stolzer Bewohner Bostons bis vor kurzem. Doch ich bin einfach kein Unterstützer ihrer Majestät. Und die Loyalisten verjagten mich aus Haus und Werkstatt. Viele hier in der Gegend könnten die Dienste eines tüchtigen Handwerkers gebrauchen, falls du dich irgendwo niederlassen willst. Ist das wahr? Das werde ich mir ansehen. Ja, ist natürlich nicht schlecht, ne? So ein Handwerker kann man immer gebrauchen. Jetzt haben wir zwei Holzfäller. Ein Handwerker. Lance kann neue Gegenstände herstellen, wie zum Beispiel Truhen und Fässer. Alles klar. Sehr cool. Was können wir hier denn eigentlich machen? Das gucken wir uns nochmal schnell an. Hier ist auf jeden Fall mal ein Hobel. Dort haben wir einen Hobel. Was ist denn hier oben? Nichts weiter. Wir können aber ganz aufs Dach hoch. Bringt uns aber wohl auch nichts. Dann, wo ist denn der Lance? Ist der im Haus? Ah ja, da ist er. Können wir mit ihm reden oder so? Wird sicher ein prächtiger Tag. Funktioniert auch nichts. Können wir hier dann
Naja, wir können hier auch nicht rein oder so. Naja. Okay, wir schauen uns in der nächsten Folge nochmal an, was uns bei dem Ausrufezeichen erwartet. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Ich bin raus hier, man sieht sich in der nächsten Folge wieder. Vergesst nicht, Daumen hoch, favorisieren, abonnieren. Bis dahin, macht's gut. Ciao.